Eins sag ich dir, mit Hotels bin ich durch. Wenn ich daran denke, wie oft wir dich schon rausgeschmissen haben, die ganzen Klamotten, die du zurücklassen musstest. Ich habe gewusst, dass was passiert, hätte dich nie in dieses Hotel lassen dürfen. Beruhige dich mal, ja? Ein Sponsor kann ich mir nicht einfach aus dem Ärmel schütteln, der dauert seine Zeit. Und ein schneller Regionaldirektor und inspiziert die Bücher. Ich dachte, der kommt erst in 2 Monaten. Ja, der hat mich überrumpelt, kann jeden Moment auf deine Rechnung stoßen, dass die längst vom ganzen Hotel bin. Was soll ich mir erzählen? Wie soll ich mir das erklären? Ich habe einen Sponsor gefunden und der kommt hierher. Mann. Er will Geld in eine Theaterproduktion investieren. Was ist das für eine Wenn du dich wenigstens ein bisschen zusammengerissen hättest, aber nein, das wäre ja zu normal gewesen. Du musst ja auch 22 Schauspieler einquartieren. Na, ich musste doch irgendwie mein Ensemble zusammenhalten. Wenigstens Unterbringung und Verpflegung muss ich denen bieten. Aber du bist ja seit 2 Wochen in diesem Hotel. Schau dir mal deine Rechnung an. Niemand, den ich hier einquartiert habe, ist überflüssig. Oh Gott, das sind Terroristen. Sie haben ihn als Geisel genommen. Allah, Bakdullah. Ach, Matt, Salamat, alle Mann ins Hallenbad, Dollar. Ach, Mama, Walla, Absalam. Und wie komme ich denn an das Geld?